Herzlich willkommen, Leute. Schön, dass ihr mit dabei seid. Heute schauen wir uns gemeinsam das neue Sonax Extreme Ceramic Active Shampoo an. SiO2 Carbon-Technologie. Wir kennen ja schon in Detail. Wir kennen die Sprühversiegelung. Und das ist das passende Versiegelungsshampoo dazu. Schauen wir uns an. Preis, Füllmenge, Leistung. Was steht als Information hinten drauf? Alles in dem Video. Viel Spaß. Ja, und da ist es. Das Sonax Active Ceramic Shampoo, haben viele drauf gewartet, hat sich ein bisschen verzögert vom Launch, was ich so mitbekommen habe, also hätte auch ein bisschen eher kommen können, aber jetzt ist es soweit. Eigentlich gar nicht schlimm, weil jetzt startet eigentlich die richtige Autopflegesaison vor einem Monat ungefähr. Als die anderen Produkte rauskamen oder auch noch länger, da war eigentlich noch tiefster Winter, jedenfalls bei uns, deswegen finde ich das persönlich gar nicht schlimm. Hier ist es, so sieht's aus. Preis, Füllmenge und alles, was dazugehört, kommt da drüben als Infobox und wir schauen uns das nebenbei noch ein bisschen an. Also hier komplett wieder in Orange gehalten, die Flasche. Genauso wie wir es auch beim Wash and Seal oder Wash and Protect von früher noch kennen. Und hier Ceramic Active Shampoo Essi Carbon Technologie. Das Pflegeshampoo mit Versiegelungseffekt für eine gründliche Reinigung und eine langanhaltende, wasser- und schmutzabweisende Konservierung. Die perfekte Pflege auch für Ihr Fahrzeug mit keramischen Versiegelungen. Steht auch direkt nochmal vorne drauf. Also ich denke mal auch passend geeignet für das CC Evo, für das CC One. Oder auch jegliche andere Versiegelung, aber natürlich, hier, Sonax sagt natürlich für ihre eigenen Produkte, ganz klar. Hier oben, kleiner Dispenser oben drauf, finde ich ganz cool gemacht. Lässt sich damit auch schön dosieren, schauen wir uns gleich an. Und auf der Rückseite finden wir auch nochmal die Anwendungshinweise. Und hier steht ganz klar, groben Schmutz vom Fahrzeug mit starkem Wasserstrahl abspülen. Das heißt, erstmal mit Hochdruckreiniger den ganzen Dreck runterspülen, bevor er dann hier auch wascht. Also eine gründliche Vorwäsche empfiehlt Sonax hier auch selbst nochmal. Und dann haben wir noch weitere Infos hier. Flasche vor Gebrauch schütteln, damit sich auch die Versiegelungsanteile hier auch ein bisschen mit verteilen. Manchmal setzt sich das auch intern im Produkt ein bisschen ab. Das gilt für alle Versiegelungsshampoos. Also einfach nochmal kurz durchschütteln hier. Machen wir gleich jetzt. So. Und im Anschluss dann 50 ml der Versiegelung in 10 Liter warmen Wasser auflösen und aufschäumen. Fahrzeug von oben nach unten mit Sonax Multischwamm oder Sonax Mikrofaser Waschenschuhe. Hier haben sie es gleich drauf geschrieben. Beim Sonax Wash and Seal gab es ja am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten, da es nur vernünftig mit dem Multischwamm funktioniert hat. Aber jetzt ja auch ganz klar angegeben mit dem Mikrofaser Waschhandschuh waschen. Anschließend mit viel kühlem, klarem Wasser abspülen und abledern. So, dann legen wir mal los. Ich habe die Fläche soweit vorbereitet und alles eigentlich runtergewaschen. Wir strahlen erstmal alles ab, um zu schauen, dass alles auch ruhig, sicher auch runter ist. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus, oder? Also ist nichts mehr weiter drauf. Und da können wir eigentlich schon loslegen hier mit anmischen. So, ich habe hier einen Wascheimer. Ungefähr, das sollten so 5-6 Liter Wasser sein. Und wir nehmen mal die Hälfte der angegebenen Menge, ungefähr 25 bis 30 Milliliter, das sollte auch schon ausreichen. Geben wir uns hier rein, bisschen dickflüssig, aber es lässt sich immer noch sehr, sehr gut dosieren und den Rest hier wascht ihr im Messbecher aus. Und dann schauen wir mal, ob wir das auch vernünftig aufschäumen können. Erstmal legen wir uns noch schnell ein Tuch hier in die Mitte, damit wir es auch besser vergleichen können und nichts rüberläuft. So, und dann schauen wir uns das mal an. Schäumt das überhaupt auf? Oh ja, doch. Ich bringe euch mal ein bisschen Schaum mit drauf. Los geht's. Ihr seht hier, schäumt sogar ein bisschen. Also das finde ich super. Waschen wir mal hier die eine Hälfte, damit wir einfach mal den Vergleich haben. Also das, seht ihr mal hier, das schäumt eigentlich vernünftig für so ein Versiegelungsshampoo. Gefällt mir gut. So, und dann würden wir an der SB-Box ja so 2-3 Minuten das noch drauf lassen. Ich lasse es mal noch so 30 Sekunden drauf und dann strahlen wir das ab. So, ich denke mal, das sollte ausreichen. Ich strahle jetzt mal hier von rechts nach links ab, damit wir das hier nicht auf die Seite rüberspülen. Gut, dann los geht's. Und ich denke mal, das ist ein ganz gewaltiger Unterschied. Wir haben ja selbst auf dem kaputten, zerstörten Lack ein vernünftiges auch Sheeting, das heißt, das Wasser zieht sich sehr, sehr schnell zusammen. Und ich denke mal, das geht auf jeden Fall in Ordnung. Eins muss ich aber dazu sagen, es kann für mich nicht mit einer Top-Sprühversiegelung mithalten. Selbst der Brillenschein Detailer, ADB Synthetic Spray Wax, was es da alles auch gibt,
Das erzeugt ein stärkeres Beading, also sehr viel rundere Tropfen, sehr viel schnelleres Abperrverhalten. Aber dafür hinterlässt die Versiegelung eigentlich eine schön freie Oberfläche. Es bleiben nur noch so ein paar Tropfen liegen und das selbst ja auf diesem kaputten Lackbild. Also das sieht echt ganz cool aus, oder? Wir können ja nochmal eine zweite Runde rüberwaschen, denn dann ist nämlich auch interessant, ob sich da so eine gewisse Schicht auch aufbaut oder ein Versiegelungsfilm auch aufbaut. Ich mache jetzt mal keine Abtrennung, ich versuche es mal hier nur in dem Bereich drauf zu machen. So. Ja, und bei so einem kaputten Lack hat natürlich auch die Versiegelung oder so ein Versiegelungsshampoo auch zu kämpfen, da eine schöne hydrophobe Schicht auszubilden, weil es natürlich viele, viele Krater und Kratzer sind. Vom Duft her riecht so ein bisschen, ja, so eine gewisse Frische, aber so eine richtige Duftnote, so was Fruchtiges kann ich jetzt nicht rausschnuppern. Und dann geht es eigentlich los. Wir können noch mal schauen. Ja, ich denke mal, das bringt eigentlich nichts weiter, noch mal eine zweite Runde drauf zu gehen. Ich denke mal, nach einer Runde habt ihr ja schon die maximale Leistung auch. Also die Stärken eher beim Sheeting als beim starken, runden Wassertropfen. Wir können es ja noch ein bisschen dann auch aushärten lassen, aber im Prinzip können wir uns jetzt mal den 50-50-Vergleich anschauen. Hier auf der Seite. Ja, und hier haben wir einen dicken Wasserteppich. Also das sieht eigentlich ganz cool aus. Ich werde auf jeden Fall für euch nochmal einen Vergleich machen gegen andere Versiegelungsshampoos, zum Beispiel gegen Gian Bath Plus. Da kommt auch noch ein kleines Video, denke ich mal, wenn ihr da Bock drauf habt. Und dann können wir die auch mal 50-50 miteinander vergleichen. Aber das ist das Bild, was ihr bekommt. Zack und gleichmäßig, bumm, zieht das auf. Und damit habt ihr möglichst wenig Wasser auf der Lackoberfläche und braucht auch nur ganz wenig trocknen. Und den Rest könnt ihr dann mit einem Detailing trocknen oder so runterpusten oder halt mit einem Trockentuch. So, und das wäre jetzt hier mein erster kleiner Test zum Sonax Extreme Ceramic Active Shampoo. Ich muss ganz klar sagen, es funktioniert auf jeden Fall, aber man kann es definitiv nicht mit einer Sprühversiegelung vergleichen, die hier ein absolutes Tropfengewitter auf den Lack zaubert. Das habe ich aber bisher bei keinem der Versiegelungsshampoos gehabt, auch nicht bei meinen aktuellen Favoriten, dass es da absolut mit einer Sprühversiegelung zu vergleichen ist. Aber unter den Versiegelungsshampoos macht es eigentlich genau das, was die Konkurrenz auch macht. Ich muss sagen, es ist jetzt kein Sprung an der Konkurrenz vorbei. Ich denke mal, das ist so ein bisschen das Aufholen und jetzt auf einer Ebene sein. Ich muss es einfach mal testen mit meinen aktuellen Favoriten, um zu vergleichen auch, wo sind da die Unterschiede auch vom Verbrauch her und auch von der Leistung her. Insgesamt völlig in Ordnung. Schaut es euch gern mal an und wenn ihr Fragen habt, gern unten in die Kommentare rein. Ansonsten bis zum nächsten Video. Euer Sebastian, haut rein und Daumen nach oben nicht vergessen und bis zum nächsten Video und auch hier bis zum nächsten Video mit dem Ceramic Active Shampoo im Vergleich. Das wird spannend. Haut rein. Ciao.